Hi Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 73 Gedankenspiele. Nach dem Besuch bei Ginny verabschiedeten sich alle bei Harry und jeder gratulierte ihm noch einmal offiziell zur Verlobung, auch wenn diese ein wenig ungewöhnlich vonstatten gegangen war, im wahrsten Sinne des Wortes zwischen Tür und Angel. Ron versuchte, Angelina klarzumachen, dass er noch ein, zwei Stündchen ungestört mit Harry verbringen wollte, und sie ließ sich nur mit verärgerter Miene dazu überreden, schon einmal mit den anderen in den Fuchsbau zu gehen, um die Geburt des Kindes zu feiern. Ich komme doch nach, Angelina, versprochen. Aber ich muss unbedingt noch mit Harry reden, das verstehst du doch, oder? Sagte er, so dass sie endlich nachgab und schon an der Seite von Fred den Krankenhausflügel verließ. Ron und Harry hatten heute, als das Gesprächsthema im Krankenzimmer auf die Augenfarbe von Babys gelenkt worden war, etwas sehr Seltsames von Arthur erfahren, was sie sofort Hermine mitteilen wollten. Die beiden jungen Männer hatten bei dem Gespräch über Augenfarben, welches von George angeregt worden war, beide die gleiche Assoziation gehabt, nämlich zu dem Gespräch, welches sie über Severus und dessen veränderte Augenfarbe geführt hatten. Mit seinem Wissen aus Büchern hatte Ron auch dieses Mal wieder zum Besten gegeben, dass sich die Augenfarbe bei Kindern erst nach dem ersten Lebensjahr vollständig bilden würde und wie sie sich, wenn überhaupt, nur noch minimal während der Pubertät verändern könnte. Hier hatte Arthur eingeworfen, dass er schon damals gruselige Geschichten im Ministerium gehört hatte, er aber nicht wusste, ob da etwas Wahres dran war, denn Azkaban hatte er nie besucht. Natürlich waren Ron und Harry neugierig geworden, was das für Geschichten gewesen wären, so dass Arthur die beiden zur Seite genommen hatte und er ihnen anvertrauen konnte. Es hieß, dass die Gefangenen, die von einem Dementor geküsst worden waren, schwarze Augen bekommen hätten, und zwar so schwarz wie die Pupille selbst. Natürlich gibt es schon lange keine Dementoren mehr in Azkaban und die Geschichten sind seitdem verstummt. Aber ich würde zu gern wissen, ob da ein Körnchen Wahrheit dran ist. Auf dem Weg in den vierten Stock schlug Harry vor, ich könnte Remus mal fragen? Er kennt sich ja ein wenig mit Dementoren aus. Er hat mir immerhin im Hogwarts Express einen vom Leib halten können, wie du ja weißt. Und er wusste schon damals, dass man nach so einem Angriff Schokolade essen sollte, damit es einem wieder besser geht. Ja, rede du mit Remus. Aber erst erzählen wir das Hermine. Sie wird sich bestimmt gleich auf irgendwelche Bücher stürzen, um was herauszufinden. Ich werde später nochmal Dad fragen, ob es nicht irgendwelche Berichte gibt. Im Ministerium wird doch sonst auch alles dokumentiert. Es wird doch sicherlich Aufzeichnungen über die körperliche Verfassung von Gefangenen nach so einem Kuss geben, sagte Ron. Einen Moment lang überlegte Harry, bevor er mit zusammengezogenen Augenbrauen fragte, ich dachte eigentlich immer, nach so einem Kuss wäre man tot. Ron schüttelte den Kopf und fragte vorwurfsvoll. Sag mal, wer von uns beiden ist hier ab Montag der Lehrer für Verteidigung? Harry lachte, bevor Ron erklärte. Ich glaube, man ist danach einfach nur seelenlos, weil die einem ja die Seele aussaugen. Man lebt aber weiter. Aber wie soll das gehen? Wie kann man ohne Seele? Was weiß ich, Harry? Bin nie geküsst worden. Also, ich meine noch nie von einem Dementor und ich reiße mich auch nicht drum. Hermine wird schon wissen und wenn nicht, wird sie sicherlich herausbekommen, entgegnete Ron. Aber das wird nichts mit Severus zu tun haben, sagte Harry nebenbei. Ron stimmte ihm zu und meinte, nein, das geht gar nicht. Snape ist ja nicht seelenlos, auch wenn er früher manchmal so wirkte, weil er immer so fies zu den Schülern war. Aber nein, seine Augen sind ja nicht schwarz, sondern nur sehr dunkel. Und warum wollen wir ihr überhaupt davon erzählen, wenn so ein Kuss nichts mit Severus zu tun haben kann? Fragte Harry naiv klingend. Ron verdrehte die Augen, bevor er sagte.
Mensch, Harry, wenn so ein Kuss die Augenfarbe verändern kann, dann gibt es vielleicht ähnliche Geschöpfe, die so etwas bewirken können. Wenn wir Hermine davon erzählen, kann es gut sein, dass sie sich einfach an die Stirn haut und sowas sagt wie, warum bin ich nicht gleich darauf gekommen? Wäre bei ihr ja nicht das erste Mal. Manchmal braucht sie nur einen Schubs in die richtige Richtung, um ihre grauen Zellen wieder etwas anzukurbeln. Nach einer kleinen Pause sagte Ron beiläufig. Vielleicht hat Snape auch einfach nur mal an einer komischen magischen Pflanze genuckelt, weswegen seine Augenfarbe jetzt anders ist. Das meinst du nicht ernst? Fragte Harry ungläubig, während er seine Stirn in Falten legte. Nein, war doch nur ein Beispiel. Du weißt ja selbst, dass es viele seltsame Dinge in der Zaubererwelt gibt, wie Veritaserum, durch das man die Wahrheit sagen muss, Dianthuskraut, durch das einem die Kiemen und Schwimmhäute wachsen, oder Billywigs, durch deren Stich man abheben kann. Und vielleicht ist die Antwort auf die Frage, warum Snapes Augenfarbe sich verändern kann, völlig einfach und nur deswegen kommt Hermine nicht drauf. Geben wir ihr einfach mal einen kleinen Denkanstoß mit der Dementor-Story von meinem Dad. Im dritten Stock stieß Ron seinen Freund mit dem Ellenbogen an, bevor er mit dem Kopf in eine Richtung nickte und fragte. Was macht denn der fast kopflose Nick da? Sir Nicholas schien jemandem in den Gemälden zu folgen und kam derweil direkt auf die beiden zu, ohne sie zu bemerken, denn sein Blick war auf die Wand gerichtet. Während Sir Nicholas sich näherte, bemerkten Ron und Harry, dass er Sir Cadogan folgte, der auf seinem pummeligen, grauen Pony gemächlich durch die verschiedenen Gemälde ritt. Gesprächsfetzen waren zu hören, beispielsweise, wie Sir Nicholas entnervt sagte, »Aber Sie müssen es doch wissen, vermaledeit, wir haben uns sehr ausführlich darüber unterhalten.« Sir Cadogan entgegnete schnippig, »Genug jetzt, was weiß ich, über was wir damals geredet haben, das ist schon lange her.« Mein lieber Freund. Hausgeist und Porträt marschierten an Ron und Harry vorbei, ohne den beiden auch nur einen Blick zu schenken, bis sie um eine Ecke bogen. Mit entgeistertem Gesichtsausdruck fragte Ron. Muss man nicht verstehen, oder? Harry schüttelte nur den Kopf und schaute ebenso verdutzt rein. Zeitgleich hatte Lucius im St. Mungus darauf bestanden, die Behandlungen an beiden Augen gleichzeitig durchführen zu lassen. Seine Begründung war, dass er lieber für einen kürzeren Zeitraum größere Schmerzen ertragen würde, als für einen längeren Zeitraum nur unwesentlich geringere. Professor Puddle wollte seinem Patienten diese fixe Idee ausreden, doch die Argumente von Lucius schienen bei Puddle wahre Wunder bewirkt zu haben, denn er hatte aufgebracht gesagt, »Ihre Behandlungsmethoden gleichen einem unverzeihlichen, werter Professor. Ich bin Unverzeihliche gewöhnt und ich kann Schmerzen ertragen. Aber was ich nicht ertragen kann, ist die unnötige Verzögerung dieser quälenden Therapie. Im Namen der medizinischen Barmherzigkeit. Wenn ich dazu bereit bin, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, Professor Puddle, dann dürfen Sie auch dazu bereit sein. Bereiten Sie dem Aberwitz ein Ende. Größerer Schmerz, verringerte Behandlungszeit. Von Schwester Marie, der er in dieser Angelegenheit mehr vertraute als Miss Bones, ließ er sich ein Schreiben von der Krankenhausleitung vorlesen, welches er am Ende trotz seiner Blindheit unterschreiben musste. Man forderte schriftlich sein Einverständnis, um die Behandlung zeitgleich an beiden Augen durchführen zu dürfen, um sich vor möglichen Klagen zu schützen. Schwester Marie reichte ihm, nachdem sie das Pergament vorgelesen hatte, eine Feder, ergriff sein Handgelenk und führte den Federkiel an die Stelle, an der seine Unterschrift benötigt würde. »Hier?« fragte er unsicher nach, und nachdem sie bestätigt hatte, unterzeichnete er schwungvoll mit seinem vollen Namen. Gleich darauf wurde er von einem Medimagier abgeholt, der ihn in den Behandlungsraum begleitete. Nach der ersten Behandlung, beider Augen, lag Lucius auf seinem Bett und verhielt sich äußerst ruhig, so dass Schwester Marie sich Sorgen machte. »Mr. Malfoy, ist alles in Ordnung?«
Er schnaubte heftig durch die Nase aus, bevor er antwortete. »Mich beruhigt der Gedanke, dass ich nur ein halbes Jahr lang diese Behandlung über mich ergehen lassen muss und nicht ein ganzes. Ich bin bereit, Opfer zu bringen.« Nach einer kurzen Sprechpause fragte er, »Sind Sie gerade drüben bei Mr. Letargy?« Nur ein kleines bisschen vorwurfsvoll, erwiderte Schwester Marie. »Das ist nicht witzig, Mr. Malfoy. Ich glaube, Sie haben einiges mit diesem jungen Mann hier gemeinsam.« »Was soll das bitte sein? Außer, dass wir beide einen edlen Stammbaum vorweisen können?« fragte Lucius, durch die Schmerzen in seinen Augen etwas gereizt. »Naja, Mr. Malfoy, Sie haben erzählt, dass Sie unzählige Male einem Cruciatus ausgesetzt gewesen waren. Der junge Mann hier hat auch Schmerzen erleiden müssen, die vielleicht sogar schlimmer als ein unverzeihlicher waren, weil...« Sie hielt inne, aber Lucius war jetzt neugierig geworden. »Weil?« wiederholte er, um Schwester Marie zum Reden zu bewegen. Sie gab nach und erklärte. »Weil es so aussieht, als wäre Ihr Zimmergenosse gefoltert worden. Sie hatten damals ja gefragt, was Sie sehen würden, wenn Sie ihn erblicken könnten. Ich habe die Wahrheit gesagt, aber was ich verschwiegen hatte, war, dass die Wunden Muster aufgewiesen haben. Er ist systematisch gequält worden, Mr. Malfoy.« Lucius stockte, weil er Todesser als Verantwortliche ausschließen konnte, denn die hatten ganz andere Methoden für ihre Opfer parat. Neugierig fragte er, »Und man kennt noch immer nicht seine Identität? Warum? Man könnte doch per Legelementik herausbekommen, was dem jungen Mann widerfahren ist und vor allem, wer er ist.« Schwester Marie, die sich ihm nun näherte, entgegnete. »Aus zwei Gründen ist die Anwendung von Legelementik nicht möglich. Als erstes ist es selbst für erfahrene Legelementiker sehr gefährlich, in einen wirren Kopf einzudringen. Zu 95% trägt der Heiler selbst einen Schaden davon, wenn er mit einem geisteskranken Patienten arbeitet. Und wir können nicht einmal sagen, ob sein Geist gesund ist oder nicht. Der zweite Grund ist, dass so ein Eingriff nur mit der Erlaubnis eines Familienmitgliedes vorgenommen werden darf. Und wenn es keine Familie gibt, dann die des Ministeriums. Aber von denen haben wir bisher kein grünes Licht bekommen, weil es eben eine Gefahr für den Heiler darstellt.« »Woher wissen Sie so viel darüber?« fragte Lucius interessiert. Die Antwort verdutzte ihn. Etwas trübsinnig erzählte sie. »Ich selbst habe meine Legelementik-Prüfung bestanden. Ich wäre ja auch gern Heilerin geworden, aber dafür hat das Geld leider nicht gereicht. Für eine finanzielle Förderung war ich schon zu alt und um jetzt die Ausbildung zu beginnen, müsste ich einen Zweitjob annehmen, der mich wiederum am Lernen hindern würde. Das Leben ist nicht leicht.« Sie beendete ihre Ausführungen mit einem Seufzer, den Lucius nachahmte. Nach einem Moment fragte Schwester Marie unverhofft. »Was haben Sie so gemacht? Haben Sie eine Ausbildung erhalten?« »Sicher habe ich das. Ich bin eigentlich Bankier und habe später eine Karriere im Ministerium gestartet, bevor...« Er hielt inne, denn der Rest sollte ihr klar sein. Zögerlich stellte Marie die Frage. »Warum haben Sie das gemacht?« Für Lucius war ersichtlich, dass hinter dieser die eigentliche Frage stand. »Warum sind Sie Todesser geworden?« Lucius atmete zitternd ein, während Schwester Marie sich bereits für ihre Frage entschuldigte, doch er wollte antworten und erwiderte daher in ruhigem Tonfall, »Weshalb macht man so etwas schon? Um von den Versprechungen zu profitieren, wegen der Ziele, die jeder Mensch hat. Reichtum, Einfluss, Ansehen.« Leise erwiderte Schwester Marie. »Nicht jeder Mensch hat die gleichen Ziele, Mr. Malfoy.« »Nicht? Haben Sie kein Interesse an Macht,
oder an so vielen Galeonen, dass sie schon nicht mehr wissen, was sie damit anstellen sollen? Von der Gesellschaft hoch geschätzt zu werden, dürfte jedem Menschen gefallen. Was sind denn Ihre Ziele, Schwester Marie? Sie überlegte, ob sie wirklich antworten sollte, denn ihre Antwort würde er wahrscheinlich nur milde belächeln. Doch sie gab sich einen Ruck. Meine Ziele? Meine Ziele sind einfach, Mr. Malfoy. Ich möchte Menschen helfen. Jeder Behandlungsfortschritt gibt mir innere Kraft. Jede Unterhaltung mit einem Patienten bringt mir Freude und... Er unterbrach sie und fragte. Jede? Auch die mit mir? Lächelnd entgegnete sie. Ja, auch mit Ihnen, Mr. Malfoy. Gespräche mit einem Todesser bringen Ihnen Freude? Fragte er frech grinsend. Schwester Marie konterte und erklärte. Sie, Mr. Malfoy, sowie jeder andere Patient, egal ob Squib, Muggelstämmiger oder Halbblüter, sind alle auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, ob sie es glauben oder nicht. Und dieser gemeinsame Nenner ist meine Grundlage für den Umgang mit den Patienten. Und welcher Nenner wäre das, bitte? Fragte er neugierig, denn er wusste nicht, was er als Reinblüter in ihrer Aufzählung zu suchen hatte. Mit sanfter Stimme sagte sie, Kommen Sie denn wirklich nicht drauf, Mr. Malfoy? Dabei ist es doch so einfach. Der gemeinsame Nenner heißt Mensch. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.